auch unser nächster Gast ist ein ganz besonderer und ich glaube einer, auf den sich viele von euch schon lange gefreut haben. Schnelle Autos, schwarze Boote, sehr viel Luxus, internationale Geschäfte, tolle Charaktere und natürlich ganz viel Drama. Er ist ein absoluter Experte, wenn es um Themen geht wie digitale Transformation, Modernisierung, Markenaufbau und natürlich Unternehmensnachfolge und Unternehmensführung. Als einer von ganz wenigen CEOs in Deutschland, die ein großes Markenunternehmen aufgebaut hat, zeigt er ganz persönlich sein Leben. Es war die Frage in der Firma, wird es funktionieren für eine Luxusmarke, für eine Traumfabrik für große Jungs? Und die Antwort ist ja. Er hat eine riesen Followerschaft aufgebaut. Ihr könnt ihm natürlich auch folgen bei Instagram oder YouTube. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Interview. Es wird ein Real Talk sein von zwei Unternehmern. Jetzt holen wir ihn endlich zu uns auf die Bühne. The one and only, den CEO von Brabus, Konstantin Buschmann. Konstantin, herzlich willkommen auf der This is Marketing Bühne. Wie gefällt es dir bei uns? Schön, dass ich da sein darf, ihr Lieben. Ich habe mich darauf gefreut. Ja, ich muss dir wirklich sagen, ich habe mich echt sehr gefreut, dass du trotz deines am Ende sehr vollen Terminkalenders es geschafft hast. Wir haben uns ja eigentlich im privaten Kontext kennengelernt und dann war das echt cool. Ich habe dich angesprochen und sagte, Mensch, Konstantin, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust, mal auf der This is Marketing Bühne ein bisschen Unternehmer-Real Talk zu machen? Das war ein Jahr her. Das ist, ein Jahr her, ja. Das ist eine gute Frage. Also als Unternehmer bist du ja selbst und ständig unterwegs und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist privat und beruflich zu trennen bei mir wirklich inzwischen verdammt schwierig, ja. Weil ich bin natürlich immer unterwegs und immer hat es irgendwie mit der Marke zu tun. Ja. Ja, cool. Also auf jeden Fall schön, dass du da bist und ich würde gerne auch einsteigen so ein bisschen mit der Marke Brabus. Vielleicht, der Film hat ja schon ganz gut und eindrucksvoll gezeigt, aber was macht in deinen Worten Brabus aus? Wie würdest du Brabus beschreiben? Die Mission von Brabus heute ist das, was wir unser Brabus One Second Wow nennen. Das ist kein reiner Marketingspruch, sondern es hat ein ganzes Rezept drunter, wie wir unsere Produkte designen. Und es ist ein Rezept, was immer das gleiche Ziel hat, dass wir Produkte bauen, die dich in einer Sekunde begeistern. Also wo du wirklich, jeder kennt das, der Blick ins Schaufenster auf der Einkaufsstraße, bei dem du nach einer Sekunde denkst, oh, das wird teuer. Entweder jetzt oder zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Das heißt, unsere Produkte, alles, was wir tun, muss am Ende dazu führen, dass du es siehst, es als Brabus-Produkt erkennst und idealerweise auch es dich fasziniert und du eine wirklich emotionale Reaktion hast. Das ist deshalb ganz praktisch, weil wirklich, das ist auch kein Scherz, Brabus-Produktabnahmen dauern eine Sekunde. Also in dem Moment, wo ich reinlaufe oder wo bei uns aus dem Management jemand in den Raum kommt und dann muss das Feeling schmal stimmen. Guckt, für zwei Sekunden ist das Ding vorbei, dann ist es eben kein Brabus-Produkt. Ich finde, die Besonderheit an Brabus ist ja auch im Unterschied zu vielen anderen Marken, die aus Deutschland kommen, dass Brabus ja wirklich sehr international bekannt ist. Also ich würde sagen, auf der ganzen Welt, es gibt Kunden auf der ganzen Welt. Du hast gerade kürzlich ein Auto auch verkauft und das hast du auch mit ausgeliefert an den Rapper Drake. Das ist ja schon was Besonderes. Also ich würde sagen, da ist ja schon ein Unterscheidungsmerkmal zwischen der Marke Brabus und anderen Marken. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass euch das so gut gelingt? Mein Vater hat ja hat das Unternehmen 1977 gegründet und hat wirklich sein ganzes Leben investiert, ja, um Brabus aufzubauen und nach vorne zu bringen. Er ist dann 2018 leider sehr plötzlich verstorben. Ich habe zum Glück schon mit ihm gemeinsam viele, viele Jahre daran gearbeitet und mir war auch nach dem Studium sofort klar, das ist es, da möchte ich hingehen. Habe mir natürlich gewünscht, dass es anders kommt, als es dann in 2018 gekommen ist. Und kannst du darüber sprechen? Also ich habe davon gelesen, wir haben auch mal kurz ja selber so darüber gesprochen, ja. Aber wie ging diese Geschichte genau ab, also dieser Übergang, als du an die Spitze von Brabus dann gewechselt bist? Also ich bin nach der Uni, bin ich direkt bei uns eingestiegen, weil ich gemeinsam und meine Family auch damals schon uns Sorgen gemacht haben. Mein Vater war Vollblutunternehmer, wie er im Buche steht. Und er hat Gas gegeben und meiner Meinung nach war ersichtlich, dass er zu viel Gas gegeben hat. Und wir haben uns Sorgen gemacht, deshalb bin ich direkt eingestiegen. Und das ist, wie es mit Vorahnungen immer so ist, hat sich das dann leider bewahrheitet, einige Jahre später. Ich war gerade im Board der Company angekommen als Chief Marketing Officer. Und habe also mich angefangen, um die Marke zu kümmern. Und dann kam irgendwann nachts um 4 Uhr der Anruf, den keiner in seinem Leben bekommen will. Und dann war es soweit. Das war immer mein absoluter Albtraum, vor der Mannschaft zu stehen und das sagen zu müssen, was ich immer befürchtet hatte, nämlich jetzt ist es soweit. Das war eine verdammte Krise. In 2018 stehst du da und ich erinnere mich an eine Geschichte.
wo ich irgendwann meine Familie anrief und mein Vater lag vier Wochen im Koma. Es war so leider eine Geschichte, die sich über viele, viele Wochen hinzog. Und irgendwann rief ich meine Familie an und sagte, Leute, wir müssen entscheiden, sitze ich morgen in seinem Büro oder baue ich mir in einem freien Bürotrakt ein provisorisches Büro. Dann kam die eindeutige Ansage, ab morgen ist das dein Büro. Und der nächste Tag war bis heute einer der schrecklichsten meines Lebens, weil da sitzt du da und Menschen, die langjährig, Dekaden mit meinem Dad gearbeitet hatten, kamen reingelaufen und brachen einfach zusammen, einer nach dem anderen. Das war insofern eine echte Krise, echter Tiefpunkt und ich wusste in 2018 nicht, ob es das Unternehmen in 2019 noch geben würde. Einige von euch können sich das vielleicht vorstellen, das Eimerstreit im Gesellschafterkreis, einer hat den falschen Anwalt und fängt an, sich zu streiten. Das Management-Team ist nicht von dir überzeugt und entscheidet zu gehen. Es gibt da tausend Dinge, die passieren können. Und in dieser Situation, finde ich, gibt es immer nur zwei mögliche Szenarien. Entweder alle verlassen das sinkende Schiff, weil sie nicht mehr dran glauben, oder alle rücken noch enger zusammen. Und bei uns ist eindeutig das Zweite passiert und das Team ist noch enger zusammengerückt und wir haben angefangen, uns zu fragen, wie es weitergeht. Wir haben angefangen, uns zu fragen, wer wir sind. Wir haben angefangen, uns zu fragen, wo wir hinwollen und daraus ist eine neue Antwort auf die Frage entstanden, wer wir sind. Ne, Brabus Ones früher, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, waren wir im Prinzip der größte Veredler oder Tuner für Mercedes-Benz. Ja, das kenne ich noch aus meiner Jugend. Jetzt ist natürlich das Statement, wer bist du als Unternehmer, du sagst, der größte OEM-unabhängige Veredler für Mercedes-Benz. So ein Statement und ist natürlich eine Nische. Und in der haben wir uns wohlgefühlt und wirklich gute Produkte gebaut und hatten auch eine sehr, sehr gute Reputation. Also das Fund, als ich den Laden übernommen habe, war, dass es bei Sammlern, bei Autofans, bei Liebhabern technischer Produkte rund um die Welt eine echt solide Markenreputation hatte. So ist das Team dann weiter wirklich zusammengerückt und wir haben viele Antworten gefunden. Und die Antworten bedeuten heute zum Beispiel, dass in der Mission der Company, One Second Wow, eines nicht vorkommt. Autos, vier Räder, Lenkrad, kommt alles nicht vor. Das heißt nicht, dass wir keine Autos mehr bauen, heißt auch nicht, dass Autos nicht eines unserer wesentlichen Produktsegmente sein werden in der Zukunft. Natürlich werden sie das sein. Aber es gehen eben auch andere Dinge. Jetzt bauen wir seit 8 Jahren Boote, seit 3 Jahren Motorräder. Und im Moment gehen uns die Ideen noch nicht so richtig aus. Mal gucken, wo es hinführt. Vielleicht eine Frage noch zu diesem Generationenübergang. Interessiert mich einfach nur persönlich. Ich meine, du bist dann neu in diese Rolle gekommen, von jetzt auf gleich. Hattest du da Widerstände auch? Also es klingt so, als ob das Team sehr hinter dir und aufgrund der Besonderheit der Lage hinter dir stammt. Aber ich meine, es ist ja auch nicht so ganz einfach, so ein Generationenwechsel. Und danach hast du ja angefangen, das ganze Unternehmen auch zu transformieren. Also zum einen bist du natürlich permanent mit Stereotypen konfrontiert, das ist ja auch heute noch so, Leute, dann hat er ja eh alles nur geerbt und was soll das, muss ja eigentlich gar nicht arbeiten. Ja. Ist natürlich völliger Blödsinn, also jeder, der selbstständig arbeitet, weiß, dass es den Punkt eigentlich erstens nicht gibt und zweitens aufgrund der Geschichte, die ich gerade kurz angerissen habe, schon mal sowieso nicht. Ja. Sondern wir haben ehrlich gesagt gearbeitet wie die Wilden in den letzten 5 Jahren und natürlich gibt es maximale Unsicherheit in so einer Situation. Du musst dich mit Banken auseinandersetzen, mit Partnern auseinandersetzen, mit Lieferanten auseinandersetzen, mit allen Stakeholdern, die in diesem ganzen Kosmos rumfliegen. Ich war damals 34 Jahre alt und frage mich ehrlich gesagt bis heute, warum die das damals alle mitgegangen sind. Ja. Habe ich im völlig luftleeren Raum operiert und musste einfach machen. Und dann fängst du an zu funktionieren. Ich finde, du hast ein passendes Zitat dazu, was ich in einem Instagram-Reel von dir gefunden habe. Da hast du gesagt, Unternehmer sein ist verdammt nochmal unbequem. Kannst du mir mal erklären, was du damit meinst und wie siehst du Unternehmertum denn generell? Ja, da hat meine Freundin gestern Abend so schön gesagt, Unternehmertum ist wie die Bockwurst. Ne? Alle geben ihren Senf dazu, aber keiner will die Wurst bezahlen. Das ist, das ist so. Ne? Du hast einfach immer damit zu tun, dass du mit Unsicherheit klarkommen musst. Es gibt nicht, insbesondere in den Märkten, in denen wir uns bewegen, Automobilindustrie, mechanische Produkte, Luxusprodukte, du hast nicht die Sicherheit, da kommt keiner und klopft dir auf die Schulter und sagt, Mensch, Marcel, überhaupt kein Problem, die nächsten 5 Jahre machst du folgenden Umsatz und folgenden Ertrag. Kein Mensch. Wir investieren seit jetzt 5 Jahren und auch in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wieder sehr, sehr viel in das Thema Infrastruktur am Standort, Transformation des Betriebs, einfach Weiterentwicklung. Und mir geht es immer um die Frage, welchen Speed haben wir denn als Company? Also wie schnell entwickeln wir uns weiter? Und du wirst es immer nur zu einem gewissen Grad beantworten können.
Es wird immer Dinge geben als Unternehmer. Du bist ja im Zentrum aller Informationen, wenn du morgens aufstehst, wach zur Arbeit gehst und aufpasst, dann hast du immer die meisten Informationen und du siehst Dinge, die andere eben nicht sehen. Und es wird immer Situationen geben, in denen du das auch nicht ganz vermitteln kannst. Weil du, wenn du natürlich selber nicht dran glaubst, dann muss man die Frage stellen, ob du das Unternehmen so führen solltest. Ja. Und es war schon immer so, dass ich durch den Laden gelaufen bin und bin als Vertriebsleiter bei uns eingestiegen, damals nach dem Studium. Und ehrlich gesagt realisiere ich heute, was das für ein Vertrauensbeweis meines Vaters war. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und du wirst es nicht schaffen, völlige Sicherheit herzustellen. Du wirst es nicht schaffen, deine Vision immer mit allen zu teilen. Du musst trotzdem durchziehen. Und auch in der Industrie, in der wir jetzt sind, es gibt keine Sicherheit. Ich kann dir nicht sagen, wo wir nächstes Jahr stehen. Ich kann dir nicht sagen, wo wir übernächstes Jahr stehen. Ich kann dir nicht sagen, was die externen Einflüsse sind. Es wird ja immer komplizierter in der Welt um uns herum. Du musst als Unternehmer so mit einer fast schon leicht fatalistischen Einstellung auch einfach dein Ding durchziehen und darauf vertrauen, dass du es hinkriegen wirst. Was nicht heißt, dass wir bei uns natürlich kein Controlling haben, dass wir keine Planung machen, dass wir keine Budgets machen. Das machen wir natürlich alles. Wie groß ist denn ist das public? Wie viele Autos ihr produziert? Und also kannst du ein bisschen so ein paar Zahlen dazu sagen? Wir haben ja verschiedene Produktsegmente. Du hast auf der einen Seite das, was ich das Brabus Masterpiece, was wir das Brabus Masterpiece nennen. Brabus Masterpiece haben wir gerade auch im Eingangstrailer gesehen, sind Fahrzeuge, die alles beinhalten, was wir können. Also die von außen, von innen, im Motor, alles haben, was Brabus hergibt, die schöne Räder haben, tolles Fahrwerk haben, also alles, was im Katalog steht, ist drin. Ja. Dann gibt es das Badge Brabus Masterpiece. Das sind ungefähr 200 bis 250 Fahrzeuge pro Jahr, je nachdem, was gerade an Fahrzeugen aktuell ist. Und darüber hinaus machen wir natürlich immer noch das, was wir seit 40 Jahren machen, nämlich Tuning. Also kannst natürlich, wenn du als Kunde in Australien sagst, ich möchte ein schickes Rad auf meiner S-Klasse fahren oder meinem G63 fahren oder meinem GT fahren oder inzwischen auch meinem 911 fahren, dann schicken wir dir das nach Australien und montieren es natürlich dann vor Ort. Das ist Vielfaches dessen. Die genaue Zahl müsste ich jetzt selber etwas recherchieren und graben. Dann gibt es das ganze Thema Boote. Ist auch ein Thema. Du machst ein Boot, ne? du hast eine Idee, sagst, okay, lass uns ein Boot bauen, machst das, stellst eins auf die Messe, das war damals Düsseldorf, Boot 2018, und denkst dir, guck mal, wenn du eins verkaufst und mit dem anderen ein bisschen Presse machst, ist doch alles gut, und dann gehst du mit 16 Aufträgen nach Hause. Das konnte man nicht ahnen, ja. Kannst du nicht simulieren. Ne? Und ob du den Geschmack der Leute triffst, kannst du auch nicht simulieren. Du musst das testen. Das funktioniert und wir liefern im Moment zwischen 60 und 80 Booten im Jahr aus, pro Jahr. Kommen nächstes Jahr im Januar mit einem sehr, sehr schönen neuen Boot, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und das letzte Segment ist das Thema Motorrad, was wir vor 3 Jahren mit KTM aus Österreich gemeinsam angefangen haben. Tolle Maschinen, die erste war die Brabus 1300R. Das war auch ein ganz spannender Punkt, weil das Thema Online-Marketing in dem Moment dramatisch wichtiger wurde, weil das natürlich mitten in Corona war. Also wir mussten ein Motorrad damals launchen, hat uns viel Mühe gegeben und ich finde ein tolles Produkt gebaut und mussten das Ding dann online verkaufen. Ohne Genfer Autosalon, ohne IAA. Und ich muss heute sagen, für mich war das, und das bitte nicht falsch verstehen, ich meine nicht, dass Corona ein Segen war, natürlich nicht. Aber die Situation, dass Budgets von klassischen Präsenzveranstaltungen, die unglaublich viel Geld kosteten, wegfiel und wir das in digitales Marketing stecken konnten, also anfangen konnten, unsere eigenen Werbefilme zu drehen, anfangen konnten, Kameraleute, Schnittplätze zu besetzen, Redakteure einzustellen und unser eigenes Marketing komplett in-house zu machen und eben so ein Produkt zu bewerben wie die 1300R, das war für uns tatsächlich ein echter Schritt nach vorne. Das glaube ich, also ich muss Sinne, auch sagen. In diesem Sinne ein Segen. Das führte dazu, dass es einen echten Schlüsselmoment gab, nämlich der Launch dieses Motorrads. Ich weiß noch, dass ich am Schreibtisch saß und irgendwas völlig anderes gemacht habe. Ich glaube, irgendwann um mittags gegen 12 Uhr ging das Bike online bei uns auf der Webseite und ungefähr eine Minute später klingelt mein Telefon, Projektleiter am Rand und ich hatte, glaube ich, Rechnung unterschrieben oder irgendwas anderes gemacht. Und ging ans Telefon und fragte, was ist los? Ist die Seite nicht live? Und die Antwort war, nee, wir sind ausverkauft. Und das waren 154 Motorräder in einer Minute und 50 Sekunden, die sich einfach in Luft aufgelöst haben. Bei uns in der Szene sagt man immer Launch zu sowas. Vielen Dank, aber das ist ja auch wieder was, wo du sagst, wir haben keine andere Wahl.
Kannst du dein Mikro ein kleines bisschen kann mein Mikro, wenn ihr mich nicht hören könnt, müsst ihr bitte laut schreien. Müsst ihr laut schreien. Wunderbar. Jetzt, sehr gut. Das ist ja auch wieder was. Ja, der rutscht hier. Ne? Wir versuchen es mal. Ich glaube, so passt. So. Das ist ja auch was, du kannst das nicht vorhersehen. Du machst aus einer Situation das Beste. Ne? Also in dem Moment, Mist, wir können das Ding nicht auf eine Messe stellen. Was machen wir denn jetzt? So, dann musst du aber auch in dem Moment sagen, okay, wir waren eh schon dabei zu digitalisieren, hatten gerade eine neue Webseite gelauncht, haben uns entschieden, nicht mit 8 Agenturen am Tisch zu sitzen, sondern gesagt, wir machen es selber. Wir gehen den härteren Weg und bauen diese Fähigkeit selber auf. Heute haben wir eine eigene, ich nenne es immer eine Company inside of a Company, also eigene kleine Produktionsfirma mit ca. 30 Leuten, die nichts anderes machen als Content. Das ist aber bitte jetzt nicht, wir machen nicht 30 Leute in Instagram-Reels, da machen natürlich, wir sperren dann für so ein Motorrad zum Beispiel für die Commercial-Produktion einen Highway in Dubai, fliegen darüber, haben wochenlang mit irgendwelchen Permits zu tun und drehen dann da einen Werbefilm. Ja. Und das, interessanterweise, ist das Team, was heute bei uns Commercial macht, auch ein völlig anderes als das Team, was heute Social macht, ne? wo wir auch viele Unternehmen. Anyway, da kamen auch die letzten Zweifler um die Ecke, die bei uns gesagt haben, ach, jetzt mit diesem Online, warum kippt denn da so viel Geld rein? Und sagten, auf einmal kannst du das nochmal machen. Da musste ich für mich selber so ein ganz klein wenig lachen und hab mich gefreut. Ja, man muss ja sagen, ich meine, ihr geht ja wirklich eigene Wege mit Brabus, ihr, nicht nur im Online-Marketing, mit eurer Production. Ihr habt ja auch kürzlich die Signature-Night durchgeführt, was ja auch untypisch ist. Also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, so ein Event wie dieses Format kannte ich in der Form nicht. Du hast auch ein kleines Video mitgebracht, wo wir vielleicht mal erstmal einen Eindruck davon geben können, worum es da geht. Komm, wir gucken einfach mal rein, sagen was dazu. Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns einmal das Video erstmal kurz an. Geil aus. Vielleicht sag doch mal 2, 3 Worte dazu. Wie kamt ihr erstmal grundsätzlich auf die Idee? Ich meine, wenn ich die Bilder sehe und das Video sehe, man denkt ja ein bisschen an eine Modenschau vielleicht so am ehesten, wovon das inspiriert ist, nur dass dann eben Autos durchfahren. Ja? Absolut. Ich habe damals, wie gesagt, als Vertriebsleiter bei uns angefangen und habe irgendwann dann damals noch meinen Dad gebeten, sagt, gib mir bitte die Marke. Weil die Geschichten, die ich hier sehe, die erzählen wir nicht. Und wir müssen diese Geschichten erzählen. Ich bin immer durch diesen Laden gelaufen, habe Dinge gesehen, die passierten, bei denen ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich finde die cool, vielleicht finden die auch andere Leute cool. Seitdem beschäftige ich mich eben mit unserer Marke und mit der Frage, wie wir die Geschichten erzählen können. Und eines ist klar, du kannst zum einen nicht das tun, was du vorher getan hast. Also das, was wir die 40 Jahre vorher getan hatten, war eben ab dem Zeitpunkt, wo sich alles begann zu verändern, online immer stärker wurde, Live-Events wegfielen, war auf einmal vorbei. Ja. Ging nicht mehr. Für uns war eine IAA, war ein Genfer Autosalon, diverse Präsenzmessen rund um die Welt waren einfach immer gesetzte Highlights. Da kamen die Kunden hin. Die fielen natürlich alle, aus heutiger Sicht, seid ja Online-Marketeers, fielen aus der Decke. Na, du wusstest nicht, wo die herkamen und wer die waren, wusstest du auch erst, nachdem sie dann gekauft hatten, das erste Mal. Im nächsten Jahr hast du deinen Stand in Genf wieder gebucht, weil du hast gehofft, dass der Kunde wieder aus der Decke fällt und zu dir kommt. Also es war eben im Prinzip die Gießkanne. Und das war eben mit Corona alles vorbei. Ich hatte seit einiger Zeit schon die Idee, weil ich mich für Mode interessiere und mir viel anschaue, was insbesondere in dieser Welt passiert, in der Branche passiert, habe ich mich immer gefragt, warum ist alles, was in der Autowelt passiert, im Kern immer eine Pressekonferenz?
Also immer das gleiche Format. Mhm. Ne? Es geht jemand, Manager kommt auf die Bühne, erzählt Dinge, die im Prinzip keinen so richtig interessieren, weil alle auf das Auto warten, ein Auto rollt auf die Bühne, dann erzählt er wieder jemand, wie viel Kofferraumvolumen das Ding hat, das vier Räder hat, ein Lenkrad hat, also Dinge, die völlig offensichtlich sind. Und dann darf man endlich Fotos machen und sich vielleicht mal reinsetzen oder mal dran gehen. Das eine, was du natürlich nicht siehst, ist, du siehst das Auto nicht oder nur minimal in Bewegung. Und für mich ist ein Auto immer ideal anzuschauen, wenn es, ich sag mal, ungefähr in der Entfernung von 2, 3, 4, 5 Metern so an dir vorbeirollt. Ich nenne das immer den Eisdielen-Modus oder den Café-Modus. Du sitzt irgendwo an der Straße, ein Auto fährt vorbei, die Räder drehen sich, Licht reflektiert und du kannst es eigentlich in seinem natürlichen Umfeld dir anschauen. Und ich fragte mich, warum macht denn die Modeindustrie Events, bei denen du dir Models in Bewegung anschauen kannst, und warum machen wir es in der Autoindustrie eben immer statisch, so wie es immer war, immer statisch und immer relativ langweilig. Und die Konsequenz war dann, dass mir relativ schnell die Idee kam zu sagen, warum machen wir nicht eine Fashion Show für Autos? Heute weiß ich, warum das noch keiner probiert hatte, weil es nicht verdammt kompliziert ist und die Models teilweise ein paar Tonnen wiegen. Das ist ein bisschen schwieriger um die Kurve kommen als das normale Fashion Model. Die Idee habe ich dann 5, 6 Jahre mit mir rumgetragen und mir ehrlicherweise auch das ein oder andere Mal anhören müssen, dass das ja alles eine völlig schwachsinnige Idee wäre und dass das ja nicht funktionieren würde und wir Leuten über den Fuß fahren würden und also überhaupt, das wäre völliger Schwachsinn. Und irgendwann mussten wir dann aber was Eigenes machen und haben es einfach probiert. Und ich habe bei uns im Laden noch nie bei einer Veranstaltung hinterher hüpfende Verkäufer gesehen. Habe ich aber da. Also ist ja, heute ist es so logisch, ne? Aber dass eine emotionale Show funktioniert, dass Emotionen funktionieren, dass Stimmung funktionieren, dass ein Produkt im besten Licht zeigen funktioniert, das hört sich so selbstverständlich an. Aber häufig hast du in Branchen du hast so einen Usus, du machst Dinge so, weil das schon immer so gemacht wurde. Ich finde das sehr interessant, was du sagst, auch gerade dazu, dieses Aufbrechen von alten Idealen. Ich glaube, dass das auch für viele, die in einer Branche tätig sind, die jetzt vielleicht gar nichts mit Autos oder mit haptischen Produkten zu tun hat, ich glaube, dass das da ja am Ende genau gleich ist. Also was würdest du denn Unternehmern raten, die sich vielleicht auch manchmal die Frage stellen, okay, weil ich finde schon, das sind ja sehr kreative Ideen am Ende, die du da hast. Also es ist ja am Ende schon so, dass du von außen auf eine Branche drauf gesagt hast, okay, ich mache nicht den Usus, sondern ich mache mal was ganz anderes, als die anderen machen. Wie kann das jemand für sich selbst vielleicht integrieren? Also wie findet man seinen eigenen coolen Angle, den man dann gehen kann? Also das, was glaube ich am wichtigsten ist, du musst dein Ding machen. Das hört sich total banal an, das ist aber nicht banal. Du wirst, je weiter du kommst in so einer Unternehmergeschichte oder je weiter das Unternehmen kommst, desto mehr Menschen haben ja auch ihre eigene Agenda und kommen auf dich zu und sind womöglich daran interessiert, dass du ein Stückchen weiter links und ein Stückchen weiter rechts von deinem Weg gehst. Und es ist verdammt schwierig, immer wieder sich die Frage zu stellen, was will ich denn eigentlich und was sehe ich denn eigentlich? Und wenn du es dann siehst, dann musst du dann aber auch den Mut haben zu sagen, ich mache das jetzt. Das geht auch nur sehr bedingt mit einem Plan B. Da hat mein Vater immer ein schönes Bild benutzt, der sagte, du wirst permanent als Unternehmer vom 1-Meter-Brett springen müssen, ohne zu wissen, ob Wasser im Pool ist. Und das musst du auch quasi wöchentlich tun. Ab und zu musst du auch mal vom 3er springen, da kann es schon richtig wehtun. Und ein paar Mal in deiner Karriere wirst du auch vom 5er oder sogar vom 10er springen müssen. Und die Nummern dürfen dann halt nicht schieflaufen. Aber wenn du an die Story glaubst, dann musst du da auch hinterherlaufen. Und du musst es dann auch machen. Und die Wahrheit ist, dass das ohne Skin in the Game und ohne Risiko und ohne echte Risiken, die auch verdammt wehtun, wirklich nicht geht. Also in meinem Leben zumindest geht das nicht. Wenn es schief läuft, tut das richtig weh. Wir investieren auch jetzt wieder in die Company, dieses Jahr, letztes Jahr, nächstes Jahr, überall bei uns auf dem Campus ist Baustelle, wir investieren permanent neue Produkte. Und ob das jetzt gut geht, also ob gut geht, jemand wird jetzt nicht der Meteorit einschlagen morgen, aber ob wir am Ende bei so einem Szenario A, B, C, D, E landen und alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das weiß ich nicht. Und immer, wenn ich sitze häufig vor Menschen, die mich dann uns besuchen in Bottrop und sagen, Mensch, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Da fange ich immer an zu lachen und sage, Leute, ich weiß noch nicht mal, wo ich mich in 3 Jahren sehe. Ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, wie ich die Marke verstehe. Ich glaube zu wissen, was unsere Kunden von uns wollen. Und wir managen die Company eigentlich nach zwei Faktoren. Resilience, also Widerstandsfähigkeit, heißt konservatives Management, aufgeräumt arbeiten, professionell sein, saubere Strukturen, saubere Prozesse, gesunder Menschenverstand auf der einen Seite
und Speed auf der anderen Seite. Und Speed heißt jetzt nicht die Höchstgeschwindigkeit von einem Brabus Rocket Air, sondern Speed heißt, wie schnell schaffen wir es, auszuprobieren? Wie schnell schaffen wir es, Produkte zu bauen? Wie schnell schaffen wir es, neue Projekte an den Markt zu bringen? Und dann zu merken, kommen die an oder kommen die nicht an? Geht unsere Community das mit oder geht die das nicht mit? Ne? Brabus 1300R, das erste Produkt, das erste Motorrad ist ein Versuch. Für mich ist das ein Test. Zu sagen, das ist bitte nicht falsch verstehen, da müssen die Bremsen funktionieren, das Ding muss ordentlich fahren. Und also, ne? Aber das ist ein Test, ob die Story funktioniert und ob unsere Kunden und unsere Fans uns glauben, dass wir ein vernünftiges Motorrad bauen können. Wenn wir zum ersten Mal auf Basis 911er Turbo S jetzt einen Supercar bauen, gerade Brabus Rocket Air, finde ich faszinierender Sportwagen, dann ist das auch wieder die Frage an die Community, Leute, geht ihr das mit? Könnt ihr euch genauso wie wir für ein Auto begeistern, was nicht das ist, was wir die letzten 40 Jahre gemacht haben, sondern etwas Neues, bei dem wir aber glauben, dass wir alle das ganze Rezept benutzt haben und uns viel Gedanken gemacht haben und das in dieses neue Paket gepackt haben. Ist das was, was ihr mitgeht? Und es gibt natürlich mit Sicherheit auch Projekte, da werden wir feststellen, das war es jetzt nicht. Und das ist auch wertvoll. Und da habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, und zwar eine Sache, die du ja dann auch ausprobiert hast und die offensichtlich erfolgreich funktioniert ist, dass du als Personal Brand auftrittst. Du repräsentierst die Marke Brabus nach außen als Person, als Konstantin. Wie kam es dazu und würdest du sagen, es ist eine gute Entscheidung gewesen, das zu tun? Das ist interessanterweise auch aus der Situation entstanden, die wir vorhin hatten. Es gab zwei Gründe dafür. Zum einen war es 2018, ich stand vor der Mannschaft und war eben auf einmal Eigentümer und CEO dieses Unternehmens, viel früher als ich gedacht hatte, und man muss ganz klar sagen, mein Vater war in der Industrie eine sehr bekannte Figur. Es war jemand, der sowohl der in den Raum kam und das Licht ging an, und es war jemand, der schwer zu übersehen war in vielerlei Hinsicht und der auch sich natürlich vier Jahrzehnte lang einen Namen gemacht hat. Und die ganz pragmatische Geschichte, wenn du so ein Unternehmen übernimmst, ist, wie ersetzt du ein Gesicht durchs andere? Erstens. Zweitens habe ich ein Erlebnis gehabt, wo ich mit einer Gruppe an Unternehmern zusammensaß. Alles deutsche Mittelständler, in der es darum ging, dass das Unternehmertum in Deutschland, das Image des Unternehmertums in Deutschland leidet. Das konnte ich nachvollziehen, habe aber auch gleichzeitig gesagt, habe in der Diskussion dann erwähnt, dass ich auch niemanden sehe, der was macht. Es gibt natürlich ein paar, es gibt ja einen Grupp zum Beispiel, der natürlich extrem präsent ist, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber ist jemand, der viel auftritt, ganz wenige Figuren, die immer wieder auch mal in der breiteren Gesellschaft auftauchen, aber es gab eben niemanden, der das, also beschwerten sich viele, aber es machte eben niemand was. Und aus diesen beiden Geschichten heraus habe ich dann gesagt, okay, kann ein Hersteller von Luxusprodukten, also hochpreisige Produkte, Hochglanz auftreten, entsprechend, also produktgerechte Kommunikation in dem Bereich funktionieren in Kombination mit Authentizität, Nahbarkeit, Ruhrgebiet und im Prinzip dem und einem, wir machen die Tür auf und erzählen die Geschichte so, wie wir sie sehen, nehmen die Leute mit auf die Reise und zeigen wirklich, was passiert. Das war auch eine Wette. Und ich hätte dir vor 2-3 Jahren noch nicht sagen können, was dabei rauskommt. Heute ist das eine der faszinierendsten Reisen meines Lebens geworden und hat sicherlich auch die Art und Weise, wie wir als Marke kommunizieren, verändert. Das bin ja nicht nur ich, sondern heute, das habe ich auch von Anfang an meiner Mannschaft immer gesagt, das ist nicht Konstantin TV, sondern Brabus TV. Also wir müssen, es war von Anfang an das Ziel, auch den Rest der Mannschaft, den Rest des Teams mit auf die Reise zu nehmen. Und natürlich haben die alle ein bisschen schmal geguckt am Anfang, als dann ihr Chef auf einmal mit der Kamera durch den Laden lief. Und in Entwicklungsmeetings die Geschichte auch so erzählen wollte, dass es eben Menschen außerhalb des Unternehmens verstehen können. Das hat sich aber relativ schnell gedreht. Das hat sich relativ schnell gewandelt. Und zwar genau in dem Moment, als die Kolleginnen und Kollegen in Bottrop dann gesehen haben, dass wir sie nicht blöde dastehen lassen, sondern sie auch der Mannschaft, die den Content macht, vertrauen können. Und dass von außen in allen Bereichen, egal ob es der beste Freund, der Kollege im Betrieb, die Mutter, der Vater, die Kinder sind, dass auf einmal anfing, ein riesiges Feedback darauf zu kommen. Und wir die eindeutige Antwort auf die Frage gefunden haben, passt das zusammen? Und die ist ja, es passt zusammen. Ich glaube heute, dass Menschen Menschen folgen. Und und es ist möglich, eine Brand zu sein und eine Brand zu vertreten und gleichzeitig zu sagen, hey Leute, kommt mit auf die Reise, ich zeige euch, wie wir das machen.
Ja, sehr cooles Schlusswort. Dann würde ich sagen, erstmal vielleicht als allererstes, wir haben ja vorhin die Applausstufen miteinander geübt. Könnte ich einmal Applauslevel Nummer 4, also Maximum, bekommen für Konstantin, der sich heute hier die Zeit genommen hat, bei uns dabei zu sein, für den Unternehmer Real Talk. Dankeschön. Eine kleine Überraschung haben wir ja noch. Sehr cool. Dann gebe ich dir das mal. Und zwar eine kleine Überraschung haben wir noch. Konstantin und ich machen ein Selfie gemeinsam mit euch im Hintergrund. Und jeder, das wird dann jetzt gleich gepostet. Wir machen einen Collab-Post auf Instagram von This is Marketing gemeinsam mit deinem Profil von Konstantin. Und wer darunter kommentiert, also ihr könnt gerne alle dann darunter einfach Konstantin folgen, einen Kommentar setzen, hat die Möglichkeit, einen Tag bei euch bei Brabus zu gewinnen. Komplette Probefahrt mit allen Supercars, die wir da haben. Klingt einmal ein bisschen, bisschen reingucken in die Produktion und vielleicht auch mal das ein oder andere sehen, was noch keiner gesehen hat. Mal gucken. Also dann würde ich sagen, dann machen wir unser Selfie für das Selfie. Brauchen wir, ihr müsst mal kurz so tun, als ob das gerade sehr geil gewesen ist. Nein, wir brauchen, glaube ich, mal irgendwie anderes Licht. Genau, das Licht, die Technik, könnt ihr ein bisschen das Licht ändern. So, genau. Schon. Dann stellen wir uns Licht und dann steht einmal auf und dann gibt noch ein bisschen Power hinter uns und wir machen das Selfie. Andere Seite hier so. Ich zähl runter auf 3, 2, 1, ja, und dann gebt ihr Gas. Kriegen wir das hin? 3, 2, 1. Ah, oh ja. Oh. Perfekt. Sehr cool. Ihr Lieben, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Viel Spaß noch auf eurer Konferenz. Ach, da muss ich hier wieder abnehmen. Genau. Dann vielen lieben Dank, Konstantin, und danke an euch. Wir gehen runter. Ja. Tschüss.